Und los geht's. Ja, Leute, heute mal was ganz anderes. Kein Unboxing-Video, kein Review, sondern Marco aus China. Warum bin ich in China? Ganz einfach, weil Huawei mich und andere Nutzer aus Western Europe und die Kollegin, die gerade so ins Bild gesprungen ist, die kommt aus Australien, nach China eingeladen hat, um hier etwas mehr über Huawei kennenzulernen. Und wir sind direkt am ersten Tag, hundemüde und alles, aber wir sind hier am Huawei Flagship Store in Shenzhen. Riesenteil, ihr habt es am Anfang im Bild gesehen und ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, euch den einfach mal zu zeigen. Hier als erstes, finde ich total genial, gibt es einen Automaten, wo ihr euch euer Smartphone bzw. Zubehör ziehen könnt. Und zwar 24 Stunden rund um die Uhr und das Ganze natürlich ohne Bargeld, Grüße nach Deutschland, sondern mit kontaktlosen Zahlen, Online-Zahlen. Das Ganze, ich finde es total cool. Sowas hätte ich doch manchmal auch ganz gerne, aber sowas gibt es bei uns nicht mal am Flughafen. Ich zeige euch nochmal dieses Riesenteil, was die hier mitten in Shenzhen hingestellt haben. Das Ding ist wirklich über 3 Etagen verteilt und sieht verdammt gut aus und innen drin kann man wirklich alles sehen. Einfach nur ein cooles Teil. Ein paar Eindrücke von drumherum. Ah, ihr seht, ich muss ganz schön hoch hinaus. Das ist alles ein wenig anders hier. Ja, und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal rein. Ich nehme euch mit und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe gerade schon eine Führung bekommen. Deshalb wird das Video auch hoffentlich kein 10 Minuten Labervideo, sondern ich kann euch in wenigen Minuten so ein paar Eindrücke vermitteln. Und los geht's. Hier, erste Etage. Direkt hier auf der rechten Seite, ganz cool, das nennen die Community Space. Da haben wir eben ein Briefing bekommen. Da finden jetzt auch Briefings für Mitarbeiter statt, Schulungen. Das heißt, hier ist nicht nur ein Ort, wo verkauft wird, sondern wo man sich auch hinsetzt, wo man sich trifft, also Meeting Space. Ganz cool, ihr seht es, hier sind keine Geräte, sondern hier kann man sich wirklich zusammensetzen, kann Dinge ausprobieren und Dinge austauschen. Es gibt hier alles. Es gibt die Laptops, die verschiedenen Matebooks, X Pro D 13, 14. Auf der anderen Seite haben wir immer schön in Kombination die Huawei Watch, hier die GT2 mit den ganzen Armbändern, die dazu verfügbar sind. Die FreeBuds 3, die der Rainer gerade fleißig testet. Und natürlich die verschiedenen Modelle vom neuen Star, dem Mate 30 Pro. Und ja, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Da könnte sich in nächster Zeit auch was bei uns tun. Denn in Europa gibt es ja schon das ein oder andere Land, was da das Mate 30 Pro in den Verkauf aufgenommen hat. Spanien, Italien, vielleicht ist in den letzten 2 Tagen, wo ich unterwegs war im Flieger, noch eins dazugekommen. Und ich denke mal, man wird auch Deutschland da nicht vergessen. Neben dem Mate 30 Pro gibt es natürlich auch die anderen Modelle. Ihr seht hier P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, alles am Start. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Huawei Sound X. Dinge, die dann nicht so häufig den Weg zu uns nach Deutschland finden. Vielleicht auf dem Launch-Event oder auch auf der IFA vorgestellt werden, aber dann leider nicht auf unserem Markt verfügbar sind. Es gibt hier wirklich alles. Hier diese, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Kaffeemaschine ist. Hier eine Kamera, über die man Videocalls machen kann. Glühbirnen, also sowas wie Philips Hue, was sich dann über Hi-Link mit dem Huawei-System verlinken lässt. Es ist wirklich alles am Start. So, hier noch der Tisch, natürlich auch wieder die verschiedenen Geräte und dann
gucken wir noch, weil ich finde auch ganz interessant, hier gibt es wirklich alles an Zubehör und auch Zubehör oder Geräte von Partnern sind hier am Start. Also hier ist wirklich das, was man sich manchmal im deutschen Markt gut sortiert, genauso wünschen würde, zumindest alle Huawei-Fans. So sieht es aus, so sollte das aussehen. Hier Armbänder ohne Ende. Und vielleicht kaufe ich hier gleich noch ein bisschen ein. Richtig cool finde ich übrigens, wir haben es schon mal gezeigt in unserer Community, das hier, grüß Gott, das ist ein offizielles Mate 30 Pro Case. Finde ich sehr cool. Wahrscheinlich die Grüße an Deutschland, weil das Launch-Event in München war. Ansonsten viele, viele Farben. Da kann man mal sehen, was es alles gibt. Leider häufig bei uns nicht. Auch im Angebot DJI. Partnership, da habe ich eben erfahren, da wird der neue DJI Mobile 3, der unterstützt die Huawei-Geräte direkt, ohne zusätzliche App oder sonst irgendwas. Direkt, wenn man das Huawei reinpackt, ist die entsprechende Unterstützung da. Hier SoundX, auch richtig cool. Also es ist nicht nur, es ist ein Flagship-Store. Das heißt, hier wird nicht nur verkauft, hier wird aber auch nicht nur angeguckt. Hier wird wirklich auch ein bisschen was gezeigt. Das hier ist der SoundX einmal im Explosionsmodell. Das steckt drin an Sound. Ich find's cool. Richtig cool natürlich auch die verschiedenen Versionen des Mate 30 Pro. Hier mit dem veganen Leder in Orange. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann haben wir das Ganze auch nochmal in Grün. Und übrigens mit genau diesem Gerät, was ihr hier vor euch seht, filme ich das Ganze gerade. Das heißt, auch wir können jetzt endlich offiziell unsere Erfahrungen mit dem Mate 30 Pro machen und euch dann hoffentlich bald informieren, und zwar über alles informieren. Mit allem meine ich auch eben die Probleme, die es da im Kontext USA, Handelsstreit und Google gibt. Aber da werden wir euch behilflich sein. Und da gibt es sicher bald mehr Infos. Auch richtig cool, haben wir euch vom Launch-Event und von der IFA schon gezeigt, die Gentle Monster. Haben wir eben auch bei einigen Nutzern, die hier mit mir in der Gruppe sind, ausprobiert. Die haben erstmal verzweifelt die Lautsprecher gesucht, bis sie die Brillen aufgesetzt haben. Und das Ganze funktioniert ja über diesen Knochen unterm Ohr. Das heißt, man hört wirklich die Musik, man kann Telefonate führen, ohne dass es eben einen Lautsprecher gibt, sondern es wird über diesen Knochen übertragen. Richtig coole Sache. Hat, glaube ich, übrigens auch noch nicht den Weg zu uns gefunden. Und auch hier das absolute Highlight. Nein, nicht die Porsche-Design-Geräte, sondern schlichtweg das hier, das Mate X. Und auch die stehen hier unter Verschluss und kein Scherz, wir haben eben erfahren, selbst die Mitarbeiter hier im Shop dürfen die Geräte normalerweise nicht anfassen. Für uns wurden die eben als Highlight rausgeholt und tatsächlich kam dann hier einer der Store-Mitarbeiter an, damit er auch endlich mal in den Genuss kommt, dieses Gerät selber in der Hand zu halten. Also dieses Mate X ist wirklich was ganz Besonderes und endlich nochmal Innovation, heiße Sache. Gut, das war das Erdgeschoss. Wir gehen jetzt mal an dem Vortrag vorbei weiter und einfach in den ersten Stock. Ich fürchte, es werden doch mehr als 10 Minuten. Wir gehen die Treppen rauf, die Treppen rauf, die Treppen rauf. Hier nochmal, ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen, aber das sollte mit dem Shure-Mikro, was wir jetzt nutzen, kein Problem sein. Dieser Community-Space. Und dann sind wir hier auf der ersten Etage. Etwas außer Puste. Und hier wieder ganz viel Soundzubehör, die Freelays, die Bose. Die waren ja in Kooperation letztes Jahr mit dem Huawei P20 Pro. Natürlich die FreeBuds 3, wie schon gesagt, hat der Rainer im Test gerade und könnt ihr nachlesen auf Huawei-Blog. Hier dann wieder die Geräte, die nicht so den Weg zu uns finden. Das hier finde ich ganz cool, Educational Robot. Fuhr eben hier rum, kommt auch von DJI,
sah aus wie so ein kleiner Panzer. Was er genau macht, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Mal schauen. Dieses Teil hier wurde uns auf der IFA präsentiert und wir hatten mehrere Male nachgefragt. Es sollte angeblich auch den Weg nach Europa finden. Hat es meines Wissens bis jetzt nicht. Schauen wir mal. Die VR-Classes, auch über die hatten wir schon berichtet und ganz cool vorgestellt, auch beim Mate 30 Launch in München, der Huawei-Fernseher. Richtig cool, haben wir eben auch eine Vorführung bekommen mit Kamera drin, die dann oben als Pop-up ausfährt. Man kann dann darauf auch Fitnessprogramme abrufen, wo die Kamera dann feststellt, ob man die Übungen richtig macht. Also das ist schon Wahnsinn. Und ich muss sagen, der Fernseher sieht auch wirklich ganz gut aus. Ohne dass ich jetzt der Video-Review-Fachmann bin. Aber Größe und vom ersten Eindruck her würde das auch was sein, was ganz gut bei mir ins Wohnzimmer passt. Ja, wir sind immer noch nicht fertig. Es geht weiter. Wie schon gesagt, hier gibt es dann tatsächlich alles. Auch weiteres Zubehör. Die Ladestation mit eingebautem Speicher. Den Supercharge Car Charger. Wirklich, ihr seht, hier ist alles. Die Ugreen, Design for Huawei, habe ich übrigens auch einen Testbericht zu gemacht. Wer es nicht mitbekommen hat, jetzt einfach mal auf dem Blog nachlesen. Das hier ist übrigens nicht, habe ich gerade gesagt, mit Backup Cloud. Das ist das hier. Da schließe ich das ganze Phone an, kann es einmal zum Laden anschließen und es wird gleichzeitig über diesen Speicher gesichert. Was wir hier noch haben, ist das Autoladegerät. Hatte ich euch in München gezeigt. Da hält man das Handy dran, das Ladegerät schnappt dann zu, hält das Handy fest und lädt es mit max 27 Watt wireless. Ist einen Tag, bevor ich hier nach China geflogen bin, auch angekommen. Das heißt, auch da könnt ihr demnächst den Testbericht erwarten. Und auch hier haben wir nochmal ganz viele Geräte und wirklich, ihr seht das, hier sind auch ganz viele Leute. Einfach ein Bereich, sich auszutauschen, das Ganze auszuprobieren. Und hier stehen so viele Mate 30 Pro. Ich habe so viele Bestellungen bekommen. Die könnte ich hier wunderbar erfüllen, aber leider wird das eher nichts mit dem Mitbringsel. Was haben wir noch? Wir haben hier ganz cool Magic Bar, nennen die das Ganze. Das ist die Servicestation. Ich kann euch jetzt nicht vorlesen, was da alles draufsteht, aber hier gebt ihr ein, was für einen Service ihr braucht. Oben stehen dann die Nummern, ist ein bisschen so wie im Service Store in Deutschland. Und dann geht das Ganze weiter zur Reparatur. Da wird dann repariert. Wer das Ganze noch nicht kennt, kann man sich so tatsächlich auch im Service Store in Berlin anschauen. Da ist das Ganze ja auch mit einer Scheibe. Also man kann da auch bei der Reparatur zuschauen. Und ich finde, Magic Bar klingt auch ganz cool, weil Magic, man geht mit kaputtem Display hin und kommt im Idealfall mit einem heilen Smartphone zurück. Also ihr seht hier, ich versuche das mal einzufangen, das gibt es alles von Huawei. Im Zweifel haben wir auch über all das berichtet, auch wenn vieles davon nachher leider doch nicht seinen Weg nach Deutschland gefunden hat. Und wir sind immer noch nicht fertig, auch wenn ich schon schnell spreche und wir schon bei 14 Minuten sind. Aber wir haben noch eine Ebene, einen dritten Stock. Da ist nämlich gerade eine... Ausstellung, Präsentation von einer Aktion von Huawei Pay. Ein bisschen Atmosphäre von drumherum. Huawei Pay, der Bezahlservice von Huawei, die zusammen hier mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben eine Aktion haben. Da kann man dann mit seinem Huawei Smartphone, mit Huawei Pay, ganz einfach seine Fahrten, seine Fahrkarten bezahlen. Und das Ganze funktioniert über ein kleines Terminal, wo man dann, ich probiere es mal aus, wo man dann einfach das Smartphone, ihr seht, da ist nichts entsperrt oder sonst irgendwas. Ich habe
keine Ahnung, was sie gerade gesagt hat, aber ihr habt gesehen, ohne dass das Display irgendwie entsperrt war, habe ich meine Zahlung vorgenommen. Auf die Frage, wie das Ganze denn verifiziert wird, gar nicht. Hat mich im ersten Moment verwundert, als ich dann hörte, dass wir umgerechnet hier bei Fahrpreisen im Bereich von unter einem Euro sind, habe ich dann auch gedacht, okay, dafür brauche ich dann nicht noch irgendwie ein Verifizierungsverfahren, sondern ich mache es einfach, halte mein Smartphone dran und habe dann bezahlt. Dinge, die ich mir auch für Deutschland manchmal wünsche. Und, ihr merkt, ich bin langsam wirklich außer Atem, noch ein echtes persönliches Highlight, 5G. Ja, natürlich gehört zu einem Flagship-Store auch, dass er im Bereich eines 5G-Netzes ist. Und ihr seht, hier steht ein, tada, Mate 30 Pro. Ihr seht, hier ist der Speedtest drauf installiert. Und mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, funktioniert. Ich stelle mal scharf. Oh. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Wir kommen nicht in den vierstelligen Bereich. Ah, über 900. Das ist schon richtig, richtig fein. Dinge, die ich mir auch für Deutschland wünsche. Und jetzt ziehe ich euch eine lange Nase. Ich habe in dem Mate 30 Pro, was ich hier gerade nutzen darf, von China Mobile eine Karte mit 5G. Und ich kann euch sagen, es ist wunderbar. So, dritte Etage. Ich habe euch einen Einblick gegeben in, knapp 17 Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich guck mal, ob man mich so sieht. Hören tut man mich wahrscheinlich nicht mehr gut, aber ich möchte euch ganz herzlich grüßen aus Mikro-Umbau. Ganz herzliche Grüße hier aus China. Vor allem ganz herzliche Grüße an unsere Huawei Family, unsere Facebook-Community. 30.000 Mitglieder. Super, ihr seid total geil und ich finde es klasse, dass wir so eine Gemeinschaft aufgebaut haben, die sich gegenseitig hilft, unterstützt und einfach auch mal gute Laune hat und rund um das Thema Huawei sich austauscht. Ich sage aus China ciao. Wenn ihr noch ein paar Eindrücke wollt, so ein paar Highlights gibt es auf jeden Fall auf dem Instagram-Channel von Huawei Blog. Und wer mir persönlich folgt, da habe ich dann wirklich alles rein, also auch die ganz persönlichen Eindrücke, die vielleicht nicht unbedingt immer mit Huawei zusammenhängen. Und kann man mir gerne folgen. Ich sage ciao aus China, euer Marco.